gibt dir auch einfach Selbstdisziplin, wenn du einfach die Wörter mit Bedacht auswählst und du sollst bedenken, dass eine Zunge wie ein Schwert ist und dass ein Schwert eine Waffe ist, sollst du halt natürlich bedenken, wie du es einsetzt. Deswegen, wenn du emotional bist, sauer bist, ja, traurig bist, happy bist, alle Emotionen, die du durchmachst, wähle mit Bedacht aus die Wörter, die du willst. Wie gesagt, einmal gesagt, kannst du nicht mehr zurückgenommen werden. Was geht auf YouTube? Ja, komm mal wieder hier. Komm auf meinen YouTube-Channel, wo ich dir Wisdom, Knowledge, Masculinity, Femininity Talk mitgebe. Ja. Heute möchte ich gerne 5 Buchtipps mitgeben, da ich dir immer gerne preache, dass du dir Wissen aneignen solltest, ob Mann oder Frau. Sehr, sehr wichtig in der Welt, in dem Leben, damit du auch einfach eine bessere Weltkarte hast. Und natürlich, damit du ein Level-Up machen kannst. Deswegen würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Video an. Let's go. Buchtipp Nummer 1 ist die 4 Versprechen von Don Miguel Ruiz. Ja. Ein sehr, sehr nices Buch. Gibt dir 4 Versprechungen, die du mit dir selber einhalten solltest. Ich werde jetzt nicht auf alle 4 Versprechungen eingehen. Ja, das ist so selber das Buch kaufen und dich selber belesen. Aber wir gehen auf jeden Fall auf das erste Versprechen ein, denn dieses Versprechen nutze ich selber in meinem Alltag und vertritt auf jeden Fall auch meine moralischen Werte. Das wäre einmal, dass man seine Worte mit Bedacht wählen sollte, denn nicht jeder Gedanke sollte mit der Öffentlichkeit geteilt werden, ja, mit deinen Freunden, mit deinen engsten Kreisen. Es ist auch gut, wenn einiges für dich selber bleibt. Es gibt auch ein Zeichen von mysteriös sein. An was denkt er? Es ist auch gut, wenn du einiges für dich behältst. Es gibt dir auch einfach Selbstdisziplin, wenn du einfach die Wörter mit Bedacht auswählst und du solltest bedenken, dass eine Zunge wie ein Schwert ist und dass ein Schwert eine Waffe ist. Dann solltest du halt natürlich bedenken, wie du es einsetzt. Deswegen, wenn du emotional bist, sauer bist, ja, traurig bist, happy bist, alle Emotionen, die du durchmachst, wähle mit Bedacht aus die Wörter, die du willst. Wie gesagt, einmal gesagt, kannst du nicht mehr zurückgenommen werden. Buchtipp Nummer 2. Ein Klassiker, ja, ich denke, der ein oder andere wird es kennen. Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Ja, ein sehr, sehr nices Buch. Classic, ja, also. Ich feiere das Buch. Dieses Buch, wie ich schon sagte, Think and Grow Rich. Wenn du einen Gedanken hast, wenn du dir was vorstellst, was du erreichen kannst, dann setz es in die Tat um. Wenn du es in deinem Kopf hast, dann glaub mir, es hat einen Grund, warum es hier ist. Okay? Am Ende des Tages kommt es auf dich an. Du musst die Taten sprechen lassen. Und dieses Buch gibt dir so einige Tipps, wie du es machen kannst von deinen Gedanken, von der spirituellen Welt, wie du es in deiner echten Welt manifestierst. Das tust du am besten, indem du einige Sacrifices machst, ja, wie zum Beispiel Pleasure ablehnst, ja. Danach handelst du, dir sagst, hey, ich bin reich, ich bin ein Influencer, ich bin Sportler und du handelst dementsprechend deine Gewohnheiten entsprechend dem, was in deinem Kopf ist. Wenn du sagst, du wirst Rapper werden, dann schreibst du Texte. Wenn du sagst, du bist Basketballspieler, dann trainierst du hart. Ja, Practice is all about practice. Und du machst alles das natürlich, damit es auch sich in der echten Welt manifestiert. Aber nicht nur das, sondern auch etwas mit dem Umgang, mit dem Geld. Ja, wie du auch einfach reich wirst. Und zum Beispiel einfach, dass du gewisse Sachen lassen solltest, wie zum Beispiel Drogen natürlich, einfach nicht nur, weil Drogen nicht gut sind, sondern einfach, weil das alles einfach natürlich auch Geld kostet. Und das ist natürlich keine gute Investition, aber wiederum auch das Gegenteil. Dir wird gesagt, wie du mit deinem Geld umzugehen hast, um natürlich auch mehr Geld zu machen. Im besten Fall, dass dein Geld für dich arbeitet. Mein Lieblingskapitel von Think and Grow Rich ist zum Beispiel Kapitel 11, ja, das Geheimnis der Transmutation der sexuellen Energie. Um genau in dieses Thema zu gehen, es wird dir erklärt, wie du mit deiner sexuellen Energie umzugehen hast, denn es ist nicht dafür gedacht, dass du mit Frauen schläfst, Geschlechtsverkehr hast, ja, oder mit einem Mann schläfst, oder dir masturbierst, ja, ich bin total dagegen, ja, don't do that, don't watch movies, ja, don't watch porn und masturbate. Sondern es geht einfach darum, wie du mit deiner sexuellen Energie am besten agierst. Und zwar, wenn du gerade horny bist, wenn du gerade das Gefühl hast, okay, du möchtest gerade Geschlechtsverkehr haben, ist es wichtig, dass du natürlich tief einatmest, ja, dir bewusst bist, dass du diese Energie fühlst und es in verschiedenen Kanälen schiebst. Ja, dir ist bewusst, okay, du bist gerade horny, du willst gerne Geschlechtsverkehr haben. In meinem Fall, was ich empfehlen kann, ist,
Mach Sport, ja. Nimm diese Energie und schieb es in deinen, steck es in deinen Kanä anderen Kanälen ein, zum Beispiel Fitness, ja, arbeite in deiner Physik. Lies ein Buch, da kannst du diese Energie reinstecken, sehr, sehr wichtig. Oder arbeite an deinem Business, solche Sachen. Oder geh raus und treffe dich natürlich mit Freunden und unternimm was Positives. Ja. So gehst du natürlich mit deinem Sex und Energie um, als es unnötig zu verbrauchen, denn du solltest bedenken, als Mann, seine Sperma können ein Kind erzeugen. Also dann solltest du merken, wie viel Energie das eigentlich ist. Und wenn du diese Energie in dir kultivierst, ja, kannst du natürlich mehr damit erreichen in deinem Leben. Ja, es wird einfacher sein, die Sachen natürlich zu manifestieren. Und ja, das konnte ich mitnehmen. Eine Sache, die ich auch mitnehmen konnte, ist, hinter jedem Mann steckt eine starke Frau. Diese Erfahrung konnte ich auf jeden Fall mal für eine kurze Zeit machen. Sehr, sehr nice, kann ich auf jeden Fall auch zustimmen. Think and Grow Rich von Napoleon Hill, ein Klassiker, Buchtipp Nummer 2. Buchtipp Nummer 3, Der Weg des wahren Mannes von David Dada. Ja, sehr, sehr stabiles Buch, kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. In diesem Buch wird erklärt, wie der Titel schon sagt, der Weg eines Mannes, wie du es schaffst, zu einem vollkommenen Mann zu werden. Und es wird erklärt, die Beziehung zwischen der Frau und dem Mann. Das Gleichgewicht, ja, maskuline Energie, feminine Energie, sehr, sehr wichtig. Nicht nur das, sondern auch die Spiritualität eines Mannes. Was ich dann aus diesem Buch mitnehmen konnte, ist zum Beispiel, dass ein Mann durch unterschiedliche Phasen im Leben gehen wird, dass es Zeiten geben wird, wo der Mann nicht weiß, was er aus seinem Leben machen soll und dass es völlig normal ist. Und dass es sich die Zeit geben soll, aber natürlich auch realistisch bleiben soll, das Beste aus seinem Leben zu machen. Nicht nur das, sondern auch davon habe ich gelernt, dass jeder Mann ein Mission haben sollte, ein Purpose, sein Grinding haben sollte und dass jeder Mann nach absoluter Freiheit steht, strebt. Und ja, ich kann das Buch auch nicht nur Männern empfehlen, sondern ich kann es auch für die Frauen ans Herz legen. Wenn du wissen willst, wie Frauen von Natur aus sind, das wird hier auch thematisiert. Aber natürlich das, aus einer Sicht eines Mannes, der auf jeden Fall eine starke Frau hatte. Und mich das aber, wenn du auch den Mann besser kennenlernen möchtest, ja, für dich selber, wenn du sagst, hey, ich habe einen Mann, ich möchte ihn besser kennenlernen von Natur aus, der Weg des wahren Mannes, kann ich dir ans Herz legen. Viel Spaß dabei. Auch schon ein Klassiker, ja. Wie man Freunde gewinnt, der Karnige, ja, die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden. Stabiles Buch, sehr, sehr nice. Dieses Buch zeigt dir, wie du Freunde natürlich gewinnen kannst. Ich finde, dieses Buch ist für Leute, die natürlich Freunde suchen, aber auch für Leute, die ein bisschen social awkward sind, ja, was natürlich nicht schlimm ist, aber sich nicht zum Beispiel einfach nur schüchtern sind, sich nicht so viel trauen, sich nicht sicher sind, wie sie mit Menschen zu interagieren haben. Da kann ich das Buch empfehlen. Es wird dir auf jeden Fall so kleine Kleinigkeiten mit dir geben, wie du Freunde gewinnen kannst, wie du dich beliebt machen kannst, wie du Einfluss gewinnen kannst. Zum Beispiel, indem du einfach sehr basic natürlich halt den Namen der Menschen natürlich merkst, ja, das fällt den einigen schwer. Sehr, sehr wichtig, ja, der Name eines Menschen ist sehr, sehr wichtig, vor allem wenn du es natürlich auch sagst. Okay, als ich deinen Namen gemerkt, sehr stabil. Auch nicht nur das, sondern auch den Geburtstag eines Freundes merkst. Oder die Interesse, ja, was ist die Interesse der anderen Person, der mir gegenübersteht? Wie kann ich sein Interesse wecken? Solche Sachen werden hier auf jeden Fall mitgegeben. Wie man Freunde gewinnt, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gönn es dir. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist persönlich mein Lieblingsbuch. Mein Favorite One. Und das ist nichts anderes als Power. 48 Gesetze der Macht von Robert Greene. Hier wird es die 48 Gesetze mitgegeben, wie du an Macht kommst, ja, wie du machtvoll wirst in der Gesellschaft. Und ich habe es dreimal durchgelesen. Es wird wahrscheinlich mal ein viertes Mal geben. Und so Sachen wie zum Beispiel, stelle deinen Meister nie im Schatten. Ja, sehr, sehr wichtig, denn ich denke, dein Meister, dein Mentor wird dir natürlich auch Türen öffnen. Und wenn du dein Ego nicht unter Kontrolle hast, wirst du nicht weit kommen im Leben. Das dritte Auge. Deine Feinde werden besprochen. Mich interessiert sowas einfach aus dem Grund, weil ja, Macht ist eine sehr, sehr interessante Sache. Vor allem interessiert mich auch, wie die früheren Herrscher an die Macht gekommen sind, wie man heute in die Macht kommt, wie man neu in die Macht kommt, ja, in der neuen Zeit, vor allem 2023, 2024 und darüber hinaus.
Ich werde jetzt nicht auf alle Sachen eingehen, ja, in diesem Buch, denn wie bereits gesagt, einige sollte geheim bleiben. Ich finde aber dieses Buch, was man sehr, sehr gut kombinieren kann mit den vielversprechenden, ist zum Beispiel, dass man den Wörter mit Bedacht auswählen sollte. Und hier ist es halt immer so, dass er sagt, dass man weniger sagen sollte als nötig. Feier ich, ja, sehr, sehr nice. Deswegen mein Favorite One, mein Top 1 Power 48 Gesetze der Macht. Ja, gönn es dir. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. An allen Büchern hier natürlich, ja. Wenn du eines dieser Bücher gelesen hast, würde ich mich interessieren, wenn du in den Kommentaren schreibst, was du mitgenommen hast, was du denkst, hey, das hast du vielleicht vergessen, das ist noch krasser, hier, dies, das, schreib es mir in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, like das Video, teile das Video, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ja, nur die Jewel. It's time to level up. So there's a law of power in there called always say less than necessary, very kind of common sense law. And the idea is that if you're in a meeting with people, that man or woman who talks less generally has an aura of power, particularly a boss.